Die Geschwister Hani und Nagat sind von Geburt an geistig behindert. Nach dem Tod der Mutter erlebten sie einen Albtraum. Die Tante sperrte sie weg. Monatelang mussten die beiden in ihrem Gefängnis ausharren. Bis Pfarrer Bulos sie aus ihrer Not rettete. Dank ihm leben sie heute in der Arche, einer Wohngemeinschaft behinderter Menschen. Pfarrer Bulos ist der Seelsorger der Gemeinschaft. Er hat ein offenes Herz für alle. In Ägypten keine Selbstverständlichkeit. Hier gelten Behinderte oft als Schande für die Familie. Die behinderten Menschen in Ägypten haben kaum Rechte. Sie können beispielsweise nirgendwo zur Schule gehen. Die meisten kommen aus armen Familien. Sie werden oft aus dem Haus verbannt oder vollkommen ignoriert. In der Arche erfahren sie erstmals Wertschätzung. Das Projekt bietet verschiedene Workshops an. Dazu gehört auch die Herstellung von Kerzen. Neben einem Dutzend Heimbewohnern kommen auch 11 Teilnehmer, die nur tagsüber die Einrichtung besuchen. Die Arche-Mitglieder sind sehr stolz auf das große Sortiment, das sie herstellen. Auch Nagat arbeitet gerne mit Kerzen. Sie und ihr Bruder gehörten zu den ersten Bewohnern der Arche, als sie vor 11 Jahren gegründet wurde. Anfangs war es nicht leicht. Die beiden waren Umgang mit Menschen nicht mehr gewöhnt. Nagats Bruder Hani arbeitet lieber im Garten, obwohl dies am Rande der Wüste eine schweißtreibende Angelegenheit ist. Mit Hilfe eines Lehrers hat er Zeichnen und Malen gelernt. Jetzt nutzt er jede freie Minute, um neue Bilder zu gestalten. Seinen tiefen Glauben an Gott lässt er in seine Motive einfließen. Mittlerweile ist er so erfolgreich, dass er sogar in einer Galerie ausstellen durfte. Hani und Nagat und all die anderen haben in der Arche eine neue Familie gefunden. Sie sind nicht länger Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit vielen verschiedenen Talenten, die man nicht verstecken muss.